Servus Leute, herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Mein Name ist Simon und heute am Montag schauen wir uns wie jede Woche die aktuellen News zu Cardano an, also die News der Woche, die On-Chain-Daten und natürlich den ADA-Preis. Los geht's! Und als allererstes haben wir schlechte News, mehr oder weniger, nämlich der Vasil Hardfork, der ja heiß erwartet wird, wurde wieder um ein paar Wochen verschoben. Ich hatte das ja schon letzte Woche vermutet, da sie an einer neuen Node-Version gearbeitet haben. Und jetzt diese Woche hat sie das bestätigt. Es wurde offiziell, dass es wahrscheinlich noch ein paar Wochen mehr dauern wird. Der Markt selbst hat sehr gelassen darauf reagiert. Auch die Leute, die jetzt noch im Cardano-Markt sind, wissen, wie das läuft. Das sind hauptsächlich sehr technische Leute. Und Softwareentwicklung funktioniert eben so, dass 95% des Codes schnell geschrieben sind. Und die letzten 5% brauchen dann wieder ungefähr 50% der Zeit. Es sind einfach noch nicht alle Probleme gelöst und nach dem Cardano-Motto, es richtig zu machen, hat man nun eben die Entscheidung getroffen, dass man sich noch ein paar Wochen Zeit lässt. Wir sind ja generell im Bärenmarkt, bedeutet, die Community macht jetzt auch kein großes Drama daraus. Ich persönlich habe damit kein Problem, denn die Vergangenheit hat uns immer gelehrt, dass Cardano zwar oft ein Update verschoben hat, aber schlussendlich immer das Update auch schließlich geliefert hat. Somit kommen wir auch schon zu den nächsten News, und zwar das populärste Metaverse auf Cardano, nämlich Pavia, hat neue Updates verkündet. Nämlich werden sie eine neue Website launchen und die Virtual World Map überarbeiten. Also Pavia bekommt ein neues Gesicht sozusagen und Pavia steht kurz vor einem Rebrand. Also wir dürfen gespannt sein, wie das dann aussieht. Das ist die alte Map, wie wir sie gewohnt sind. Also alle Pavia-Enthusiasten haben etwas, auf das sie sich freuen können. Dann haben wir Neuigkeiten von Ledger. Nämlich kann man jetzt auf Ledger Live auch 100 Native Tokens von Cardano verwalten. Hier in dem Blogpost vom 28.07. von Ledger haben sie das verkündet. Und hier hat man auch eine Liste, wo man nachschauen kann, welche Coins man nun mit Ledger Live auch verwalten kann. Da ist dabei zum Beispiel der ADA-Token, der ADEX-Token, der Cornucopias-Token, aber auch der Sunday-Token, Mel-Token, MinSwap etc. sind dabei. Also bevor ihr Native-Tokens auf eure Ledger Live-App schickt, zuerst abchecken, ob die auch unterstützt werden von Ledger. Dann die nächsten News. Cardano wurde bei Ready Player Me implementiert. Auf Ready Player Me kann man Avatare erschaffen, die dann in vielen unterschiedlichen Metaverses benutzt werden können. Die Plattform ist relativ groß, also es sind bereits 2500 Projekte dabei. Und nun können auch, also in Zukunft können dann auch diese Avatare auf Cardano Metaverses verwendet werden. Bedeutet, hier auf der Seite Ready Player Me kann man sich seinen eigenen Avatar erstellen und mit dem dann in unterschiedlichen Metaverses spielen. Und eben nun auch in Cardano Metaverses. Hier die offizielle Ankündigung von Ready Player Me auf Twitter. Und so wie es aussieht, wird Pavia eines der ersten Metaverses sein, wo das auch möglich sein wird. Dann wollte ich euch noch eine sehr coole Modemarke zeigen, die nun Cardano NFTs implementiert, um gewisse Informationen zum Modestück on-chain verfügbar zu machen. Also manipulationsresistent und für jeden nachsehbar. Sie schreiben hier auf Twitter, Cardanos first blockchain-backed clothing. In dem Gewand wird sich ein QR-Code befinden und wenn man den scannt, bekommt man ein Video zu sehen, wo das Kleidungsstück hergestellt wird und komplett transparent. On-Chain kann man dann auch die Sourcing Information nachsehen, bedeutet, woher die Rohstoffe kommen, zum Beispiel. Und hier in dem Artikel von Origin Thread kann man auch ein bisschen nachlesen, wie das funktionieren soll. Es werden dann zum Beispiel On-Chain die Rechnungen einsehbar, welche Origin Thread an seine Lieferanten gestellt hat, bedeutet, man sieht, woher die Ware kommt, also bezogen wird. Es wird auch den Nutzen haben, die Authentizität nachzuweisen von diesem Kleidungsstück, dass es sich um ein Originalkleidungsstück von Origin Thread handelt. Wie das im Detail funktioniert, haben sie hier nicht geschrieben. Sie schreiben nur, dass man ein NFT bekommt, das zu dem jeweiligen Kleidungsstück dazugehört. Bedeutet, wenn man so ein Kleidungsstück bestellt, braucht man für das NFT, wenn man das haben will, braucht man eine Cardano Wallet und ein paar ADA, um dann eben das NFT zu minten, das dem Kleidungsstück zugehörig ist. Finde ich eine coole Sache, wird in Zukunft auch sicher sehr oft verwendet werden, auch von sehr großen Marken, um eben die Blockchain zu nutzen, um dezentral manipulationssicher
die Authentizität von Kleidungsstücken feststellen zu können. Und wenn man dann sein Kleidungsstück weiterverkauft an jemand anderen, dann muss man sozusagen auch das NFT an denjenigen schicken. Also das ist schon ein bisschen eine nerdige Sache, aber ich finde es extrem cool. Dann haben wir Erik Voorhees, das ist der CEO einer Kryptowährungsbörse. Und der ist der Meinung, dass Krypto stark profitieren wird vom schwächelnden Finanzsystem, also vom Fiat Money. Und er bezieht sich da auf Daten von Chainalysis, das ist so eine On-Chain-Datenanalysefirma. Und die haben eben festgestellt, dass im letzten Jahr, also 2021, die Krypto-Adoption um 880% angestiegen ist, also um das 8,8-fache sich vergrößert hat. Natürlich war letztes Jahr das Jahr des Bullruns. Dieses Jahr wird die Sache natürlich ganz anders aussehen. Aber auch ich selber glaube, dass Kryptowährungen früher oder später, gleich wie Edelmetalle, wieder von den Leuten zurückentdeckt werden, wenn nämlich sich die Probleme mit dem Fiat Money verschärfen. Besonders vielleicht, wenn es auch so kommt wie in China, wo ja die Leute gar kein Bargeld mehr abheben können, weil das Bargeld schlicht und ergreifend ausgeht. Und damit kommen wir jetzt zu den On-Chain-Daten. Und hier als erstes sehen wir den Preis von ADA in schwarz. Und die sozialen Daten bedeutet das Social Sentiment, also wie die Stimmung ist auf den sozialen Plattformen. Und da sehen wir, dass das jetzt die letzte Woche ziemlich gelitten hat. Also das negative Sentiment ist gestiegen. Sehr wahrscheinlich auch wegen dem Vasil Hardfork, der verschoben wurde. Und natürlich auch umgekehrt, das positive Sentiment ist gesunken. Also die Stimmung ist derzeit eher schlecht in den sozialen Netzwerken bezüglich Cardano. Die Development Activity ist nach wie vor auf konstant hohem Niveau. Auch letzte Woche war Cardano das meistentwickelte Projekt im ganzen Crypto-Space. Als nächstes haben wir die Wallets. Die Wallets zwischen 1000 und 100.000 ADA-Coins haben in den letzten Wochen zugelegt, also akkumuliert. Bei den Wallets, die zwischen 100 und 1 Million ADA-Coins halten, zeichnet sich ein Boden ab, kann aber auch trügerisch sein. So wie auch bei den noch größeren Wallets zwischen 1 Million und 10 Millionen Coins, die ja durchwegs seit Jänner 21 eigentlich verkauft haben. Da zeichnet sich eigentlich noch keine Trendwende an. Und lustigerweise in den extrem großen Wallets über 10 Millionen, die haben umgekehrt seit Jänner 21 immer zugelegt und gekauft. Dann schauen wir uns die Wahltransaktionen an über 1 Million US-Dollar. Und da sehen wir ganz eindeutig, dass die letzten Wochen sehr viele große Transaktionen stattgefunden haben. Also hier eigentlich ab dem 26. Juli waren täglich ganz viele große Transaktionen mit einem Wert von über 1 Million US-Dollar. Bedeutet, hier wurde sehr viel akkumuliert. Dann haben wir die täglich aktiven Adressen. Die befinden sich auch für die Marktlage auf einem relativ hohen Niveau. Und unser MVRV-Ratio Bodenindikator befindet sich immer noch auf -50%, also auf extrem niedrigen Niveaus, was tendenziell eine Bodenbildung andeutet. Ja, und nun schauen wir uns den wöchentlichen ADA-Chart an und wir sehen hier, wir haben Schwierigkeiten über den 200er Wochendurchschnitt zu kommen. Also vorige Woche sind wir angelaufen auf den 200er Durchschnitt, aber abgeprallt. Und jetzt befinden wir uns hier auf dem Niveau von rund 50 Cent. Und es wäre natürlich sehr, sehr bullish, wenn wir über diesen 200er Wochendurchschnitt wieder drüber brechen könnten. Dem Bitcoin ist das ja geglückt. Also der konnte die letzte Wochencandle über dem 200er Durchschnitt schließen, was tendenziell auch eher bullish ist. Wir sehen auch hier bei den Limit Orders, dass wir hier eine sehr starke Unterstützung haben, bei knapp unter 50 Cent, so bei 48 Cent. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir auf dem Weg sind, einen Boden auszubilden. Auch der MACD spricht dafür, der hatte ja das bullische Crossover Anfang Juli oder Mitte Juli und zeigt keine Anzeichen einer Umkehr dieses Indikators. Also das spricht auch für weiter steigende Kurse auf Wochensicht. Zumal sind wir auch beim wöchentlichen RSI immer noch auf sehr niedrigen Niveaus, obwohl wir schon wieder um einiges gestiegen sind, aber trotzdem sind das noch sehr, sehr niedrige Niveaus. Bedeutet, auf Wochensicht sieht das Ganze eigentlich sehr bullisch aus. Somit kommen wir hier zur Tagessicht, zum Daily Chart. Und hier sehen wir, dass wir tatsächlich über den 50er Tagesdurchschnitt brechen konnten und uns derzeit darüber befinden, was ein sehr, sehr starkes Zeichen ist. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es in Bärenmärkten auch immer sogenannte Fake-Out-Rallies gibt oder auch Bärenmarkt-Rallies gibt, so wie wir hier das letzte Mal gesehen hatten. Da waren wir auch eine Woche oder zwei Wochen über dem 50er Durchschnitt und sind dann aber wieder darunter gebrochen. Trotzdem ist das ein sehr bullisches Signal, da wir uns ja schon mehrere Wochen
stark über diesem Niveau von 40 Cent halten und nun tatsächlich unter die 50-Tage-Linie, also über die 50-Tage-Linie brechen konnten. Und so wie das aussieht, könnte die 50-Tage-Linie hier auch eine Trendwende beginnen und dann sozusagen, anstatt unseren Preis ständig zu drücken, wie hier in der Vergangenheit, unseren Preis ständig etwas von unten zu unterstützen. Auch beim MACD auf Tagessicht konnten wir durch diese Zero-Linie brechen, was auch ein sehr bullisches Signal ist. Beim RSI auf Tagessicht befinden wir uns immer noch im neutralen Bereich, jedoch schon eher auf dem Weg in Richtung übergekauft, aber da ist noch sehr viel Platz nach oben. Also der RSI auf Tagessicht zeigt hier jetzt keine Konsolidierung an. Im Gegenteil, wir haben hier eher einen steigenden Trend. Also auch auf Tagessicht sieht es eigentlich von den technischen Indikatoren, die ich hier benutze, relativ gut aus. Und umso größer der betrachtete Zeitraum, umso wichtiger sind natürlich die unterschiedlichen Marken. Deshalb schauen wir jetzt auch mal hier auf den Monatschart. Also das sind die monatlichen Candles, die wir hier sehen. Und wir sehen, hier haben wir den 50er Monatsdurchschnitt, an dem wir auch gerade dran laufen. Und ganz interessant ist der MACD auf Monatssicht. Der beginnt hier anscheinend eine Trendwende. Das sieht man hier an dem hellroten Balken, der nach unten zeigt. Also der hatte ja sein bearishes Crossover Anfang Januar dieses Jahres und könnte nun langsam eine Trendwende beginnen, was natürlich auch ein gutes Zeichen ist. Ganz interessant, auch hier der RSI auf Monatssicht ist auch auf historisch niedrigen Niveaus, nämlich abgeschlagen niedrigen Niveaus. Bedeutet für mich persönlich gute Einstiegspreise. Ja, natürlich darf man nicht vergessen, so wie Dr. Julian Hosp gesagt hat, man kann von ihm halten, was man will. Aber er hat hier einen Tweet getwittert, wo er schreibt, "If you miss the top in November, you will also miss the bottom." Und so sehe ich das auch, den Markt zu timen ist etwas für Profis oder für irgendwelche Supercomputer namens Aladdin. Aber wir als Retail-Investors, bei uns ist das eigentlich mehr oder weniger ein Glücksspiel, wenn wir jetzt ehrlich sind. Wir analysieren zwar jede Woche natürlich die Indikatoren, die auch eine bestimmte Aussagekraft haben, aber schlussendlich können wir überhaupt nichts hervorsagen. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dass wir auch den Bottom nicht richtig timen werden, dann bleibt uns eigentlich nur eine Möglichkeit übrig, nämlich tranchenweise einzusteigen, Dollar Cost Averaging zu betreiben. Wenn die Preise weiterfallen, dann drückt man seinen eigenen Durchschnittseinstiegspreis. Und wenn die Preise steigen, dann ist sowieso jeder glücklich. Was ja auch noch dazu kommt, ist, dass ja neben der Europäischen Zentralbank, die ja um 50 Basispunkte den Leitzins angehebt hat, hat auch die Federal Reserve den Leitzins wieder angehoben um 75 Basispunkte diese Woche. Und man hat an dem sofortigen Anstieg der Marktpreise gesehen, dass diese Sachen bereits alle eingepreist sind. Also dieses Vorgehen der Zentralbanken wurde schon vor Wochen oder Monaten im Markt eingepreist. Und jetzt bewirkt eine Handlung der Federal Reserve, die zwar grundsätzlich negativ für den Markt ist, aber vorhergesehen wurde, bereits einen Sprung in den Kursen. Und hier können wir auch sehen, dass die Federal Reserve die neutrale Rate des Leitzinses erreicht hat. Was ist die neutrale Rate des Leitzinses? Das ist der Leitzins, wo Experten vermuten, das muss man auch dazu sagen, dass das das beste Kompromiss ist zwischen maximaler Arbeitsrate, also minimaler Arbeitslosenrate und die Inflation gleichzeitig konstant zu halten. Bedeutet, das ist sozusagen der Kompromiss zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation. Und laut diesem Artikel von Reuters wurde die neutrale Rate, die hier in Orange dargestellt wurde, von der Fed nun durchbrochen, die hier in Dunkelrot dargestellt wird. Das bedeutet tendenziell auch, dass die Fed nun vielleicht das Gas etwas zurücknehmen wird. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung meinerseits. Ja, und das war's wieder mit dem wöchentlichen Montags-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar. Oder am besten natürlich ein Abo, damit ihr immer wöchentlich am Ball bleibt, was sich bei Cardano und in dem Ökosystem alles tut. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.